vergesst ja meine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl am 14. März. Stichwort Wahlen. Wie und wo ihr die Briefwahl beantragen könnt, wo ihr die Unterlagen später abgeben müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt, erkläre ich euch jetzt. Grundsätzlich besteht das Recht, im Wahllokal persönlich sein Wahlrecht auszuüben, die standardmäßige Urnenwahl. Hierzu werden alle nötigen Hygienemaßnahmen getroffen, um die Beteiligten bestmöglich zu schützen. Aber gerade jetzt, wo wir den Kontakt zu unseren Mitmenschen so gering wie möglich halten sollten, ist die Briefwahl eine super Alternative. Damit das Wahlamt weiß, dass du per Briefwahl wählen möchtest, musst du diese zunächst beantragen. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten. Erstens, auf der Rückseite deiner Wahlbenachrichtigung, die dir 3 Wochen vorher zugeschickt wird, findest du den Antrag für die Briefwahl. Diesen kannst du dann ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail an das zuständige Wahlamt schicken. Zweitens reicht auch ein formloser Antrag mit deinem Namen, deiner Adresse und deinem Geburtsdatum, um die Briefwahl zu beantragen. Am einfachsten geht die Briefwahlbeantragung eigentlich online, und zwar über den QR-Code auf deiner Wahlbenachrichtigung oder über www.eltwille.de. Hier noch ein kurzer Hinweis. Eine telefonische Beantragung der Briefwahl ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Also last minute, wie die Geschenke an Weihnachten, ist hier eher schwierig. Du musst auf jeden Fall den Postweg beachten und dass die Briefwahlunterlagen rechtzeitig bei dir und deine Stimmzettel dann auch wieder rechtzeitig im Wahlamt ankommen. Die Frist zur Beantragung der Briefwahl endet am Freitag vor der Wahl um 13 Uhr. Je früher du jedoch die Briefwahl beantragst, desto besser. In dringenden Notfällen, bei plötzlicher Erkrankung, kann die Briefwahl auch noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr beantragt werden. Nach Antragstellung verschickt das Wahlamt alle Briefwahlunterlagen an deine Adresse. Das sind Stimmzettel, Stimmzettelumschläge, Informationsblatt, Wahlschein und der Rücksendeumschlag. In den Tagen vor der Wahl werden Musterstimmzettel an alle Eltwiller Haushalte verteilt. Hier sind die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlvorschläge aufgeführt, sowie weitere Informationen. Diese Musterstimmzettel können auch online auf der Homepage der Stadt Eltwille eingesehen werden. Wenn du deine Stimme abgegeben hast, legst du alle Unterlagen gemäß dem Infoblatt in den Wahlbriefumschlag. Deine Wahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag bis 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein. Du kannst sie beispielsweise einfach in einen der Briefkästen im Rathaus Eltwille in der Gutenbergstraße 13 einwerfen. Ebenso kannst du deine Wahlunterlagen auch einfach portofrei in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Einen letzten Hinweis habe ich aber noch für dich. Egal wie, geh auf jeden Fall wählen und mach von deinem Stimmrecht Gebrauch.